Всем привет! Ну, я решил для вас еще запустить одно видео. Оно, в принципе, скажем так, ни о чем. Это когда я еще во время пандемии решил заняться... То есть у меня было хобби, и я это хобби немного решил развить, чтобы быть более профессионально в этом плане, стоять на ногах. И я начал заниматься выпеканием, там, торты и так далее, и тому подобное. Вот это видео этому и посвящается. Там видно мои и успехи, и провалы полные, и окончательные. А тут молодой человек, про который я все время говорю, с которым я все время здороваюсь, это мой шеф, его зовут Себастьян. И, к сожалению, видео на немецком, но здесь как информации полезной, в принципе, никакой нету для вас, я думаю. Ну так, посмеяться, возможно, будет посмотреть интересно. Да и мне приятно. Гляньте одним глазочком и напишите в комментариях все, что вы об этом думаете. Все, пока. Себастьянович, guck mal. Da wo du schon die Nacht gearbeitet hast, habe ich ja den Klosterhüte gebacken. Eieieiei, mit Sauerkirschenfüllung drin. Leck mich an der Zuckerle. Schön, ne? Yeah. Ja, gestern habe ich noch die Cremes um 12 Uhr nachts noch geschmiert, weil... Es hat ziemlich lange gedauert mit dem Abkühlen, mit dem diese Rollchen drehen und den ganzen Gedünste. Aber ansonsten ist mir sehr gut gelungen. Sogar besser als in Originale, weil die Kirschen, ich habe die nicht die TK-Kirschen genommen, sondern ich habe die abgezogen. Ganz schön dick, mit Zimt und hast du nicht gesehen. Ah ja, jetzt gucke ich mal, ich probiere es mal. Ich erzähle dir später. Ciao, ciao, bis später. Ja, schau mal, Langeweile, ne? Also die Rhubarber und die Kartoschen sind fertig. Also morgen kriegst du was. Tja, hat sich gelohnt. Ich habe die noch nicht probiert. Die Frau hat nur Kartoffel probiert und sagte, ja, ist gut. Die Rhubarber habe ich jetzt gerade das mit diesem weißen Glasur gemacht. Muss ein bisschen noch stehen, trocknen, und aber ansonsten hat schon gepasst. Tja, ja, mal schauen, wie es geschmacklich ist. Bis später. Hey, Sebastian, guck mal. Na ja, so sieht's auch die Torte mit den Haselnüssen und oben ist mit Schokolade. Ist Wahnsinn, ne? Na ja, es wird schon besser und besser. Also bei mir sieht's schon ganz gut aus. Tja, so ist das. Ja, das war's schon. So, bis zum nächsten. Ciao, ciao. Einen wunderschönen guten Abend, Familie Witzorik. So. Der Kuchen ist fertig. Ich habe das versucht, die Sauerkirschen in Schachform zu machen. Aber sieht ein bisschen doof aus. Naja, jetzt weiß ich Bescheid. Aber ansonsten, ja, das kann man schon als Frankfurter Kranz betrachten. Morgen bringe ich was mit. Ich hoffe, dass es schmeckt. So, bis morgen. Ciao. Sebastian, guck mal. Raschenkuchen und Co. Schön, ne? Guck, wie schön diese wunderschöne Creme gekackt habe. Eh? Guck mal. Sensationell. Die Frau ist sehr, sehr zufrieden. Ihr gefällt das. Total lustig. Naja, meine Kreativität hat keine Grenzen. So, bis Montag. Ciao. Sebastianovic. Guck mal, was hältst du morgen von einem Rocher-Kuchen? Hä? Ist doch gar nicht so schlecht, ne? Die Dinge habe ich alle selber gemacht. Also die sind nicht gekauft, die sind gemacht. Schön, wunderschön mit Haselnüsse. Mit Nutella ohne Ende. Also ich hoffe, das schmeckt gut, vermute ich mal. 3 Stunden habe ich gekämpft mit dem Scheiß. Aber naja, dann schauen wir mal. Bis später. Ich meine, bis morgen. Sebastianovic. Ich bin schon zu Hause. Ja, Langeweile, ne? Guck mal. Ich bin schon bereit, in neue Jahr zu rutschen. So. So, neue Kreation von mir. Naja, probieren wir es mal morgen. Ist gerade fertig geworden. Dann muss man ein bisschen ziehen. Und morgen essen wir das. Okay, ich wünsche dir schönen Urlaub weiter, ne? Ciao, ciao. Sebastian, hier, Langeweile. Naja, die Türen, die wir haben, also die sind ein bisschen komisch.
Ich konnte fast kaum keine gebrauchen. Also die sind absoluter Schrott. Aber mein Gott, es passt schon. Na? Sieht schon mehr oder weniger angenehm aus. Also geschmacklich sollte es toll sein. Ich bringe dir, wenn es überbleibt, Stückchen mit, damit du es probierst. Das war's schon aus der Bäckersküche. Backstube. Ciao. Sebastianovic, ja, ich werde besser und besser. Schau mal den Scheiß an. Mann, 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 das, was für eine Glasur, na, wie die sitzt. Mein lieber Scholli, guck mal, alles hält. Nicht wie früher. Naja, also die Torte heißt Eskimo. Hat mit Eskimo nichts zu tun. Also Eskimo war früher in Russland so ein Eis am Stiel. Deshalb. Und geschmacklich soll es so auch so ähnlich sein. So, jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Also Innenseite. Und ja, probiere ich mal. Okay, also die Glasur ist noch nicht so ganz fest, aber ich bin ein bisschen ungeduldig. Die musste ja die Nacht stehen, aber guck mal, ja, sieht doch gut aus. Ne? Mal lieber schon wie in Bäckerei. Schmeckt aber besser. Alles mit Liebe gemacht. Okay, bis morgen. Ciao. Sebastianovic, hier habe ich ja noch ein Kunstwerk. Also diese Torte heißt Napoleon. Da gibt es verschiedene Rezepturen. Ich habe mich für eine entschieden. Also das sollte die eine weiche Torte sein. Man kann die auch knusprig machen. Aber dafür muss man die andere Creme herstellen. Aber ich habe mich für die nasse Version entschieden. Naja, sieht schon gut aus. Muss ein bisschen ziehen. Na, gucken wir mal. Ja, abends werde ich hier auf jeden Fall schon probieren. Die muss schon bis dahin durchgezogen werden. Bis morgen. Ciao. Hey Sebastian, frohe Ostern, ne? Schau mal, ich hatte Langeweile. Ja, 6 Tage frei gehabt, ne? Du weißt Bescheid. Also, das ist ein Aprikosen-Hefekuchen. Ganz einfach gemacht. Naja, den backe ich ja zum ersten Mal, aber sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ist sehr, sehr saftig. Man sieht, dass es den Saft tropft runter. Ach, ganz toll. Ist noch ein bisschen warm. Ich versuche den, wenn ein bisschen kälter ist, schneide ich den auf, dann zeige ich dir, wie der aussieht. Ja, das war es schon. Ja? Bis morgen. Ciao, ciao. Der ist noch warm, aber die Frau sagt, ich schild aber jetzt. Da kann ich ja nichts tun, da, außer dass ihr geben, dass sie mich in Ruhe lässt. So, er kommt zu Papa. Na? Ja, dann habe ich nicht bis zu Ende geschnitten. Ja, so sieht er aus. Ganz weich, wie man das sieht. Schön. Er gefällt mir. Ich hoffe, der schmeckt. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hey, Sebastianovic, einen wunderschönen guten Morgen. Abgesehen davon, dass du nicht da warst und ich habe immer noch Kraft, was zu Hause zu machen, nicht nur auf der Arbeit. Guck mal, heute habe ich dir schon leckere Brötchen gebacken. Cinnabon heißen die. So, jetzt mache ich dir ganz schön die Glasur. Die sind noch richtig, richtig warm jetzt. Wie lecker sie sind, ja? Schade, dass du nicht dabei bist. Heute ist ja Samstag und tja, bis Montag leider wird da nichts mehr da sein. Hast du Pech? Schade, schade Schokolade. Aber nächstes Mal bitte. Ich mache das nächstes Mal für dich. Tja, ja, Sebastianovic, das war es schon. Ich freue mich, dass du Montag wieder da bist. Ne? Schönen Gruß an Carina und bleib gesund, du und deine Familie. Bis dahin, bis Montag. Ciao, ciao. Ja, toll sind die geworden, ne? Mir gefällt das sehr. Ja, das muss ein bisschen abkühlen und dann geht's Rambazamba. Die werden verspeist.
Ja, die Tochter kommt heute vorbei und da kriegt er auch was. Der Fabian muss unbedingt zulegen. Da gebe ich ihm was Süßes von mir aus. Hey, Sebastian, schau mal. Ich habe eine Sauerkirschgalette gebacken. Na, gucke mal, wie toll die aussieht. Mein lieber Scholle, da bin ich ja echt stolz auf mich. Ob ich dir ein Stück morgen bringen sollte, weiß ich ja nicht wirklich. Ob was überbleibt. Ja, wenn was überbleiben sollte, dann bringe ich ja vorbei. Wenn nicht, dann tut mir leid. Schade, Schokolade, wie deine Tochter sagt. Da kann man nichts ändern, ne? Mann, 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 Mann. So, dann die Bäckers Backstube geht ja weiter. Für jetzt mache ich Schluss und dann wird ja noch weiter gebacken. Ciao, ciao. Hey, Sebastian, der beste Mann. Schau mal hier, ich habe eine Galette XXL. Habe ich gebacken. Ja, die ist aus der Rhabarber, wie man da sieht. Naja, ist also oben ist natürlich nicht so ganz schön, aber geschmacklich sollte die gut sein. Vermute ich mal. Das ist schon Wahnsinn, ne? Tja, so ist das in richtigem Leben. Wenn man die Langeweile hat. Ja, ich habe ja vorher die eine aus also eine kleine, die Small gemacht. Jetzt ist das eine XXL, weil es mir gut geschmeckt hat. Dann habe ich mir gedacht, komm, mach mir andere Rezept von dem Teig und dann kannst du das schon vergleichen, was besser ist. Der Teig oder der Teig. Also es ging mir nur um Teig, zwei verschiedene Methoden, die man zubereitet und jetzt habe ich das. Ja, jetzt noch nicht. Man muss ja probieren und dann weiß ich ein bisschen mehr. Ah, so ist das, mein Lieber. So, dann bis morgen, ja. Ciao. Hey, Sebastian, schau mal. Der 3 Tage frei und dann am ersten freien Tag mache ich schon so sowas. Schön, ne? So, die Torte heißt Sportakus. Ich meine Spartakus, nicht Sportakus. Ich gucke zu viele Kindersendungen, ne? Tja, das war so. 3 Tage, weißt du doch, 3 Tage frei, dann habe ich aus Versehen noch 3 Dosen von diesen gezuckerten Milch gekauft, also die gekochte und die gezuckerte Milch und in verschiedenen Zeitabschnitten. Meine Frau gesagt, du hast das ohne Ende da, was soll denn den Scheiß? Okay, ja, da muss ich ja was machen. Da war für mich irgendwie ein Zeichen, 3 Tage frei, 3 Zuckerdosen und 3 Familienangehörige. Da dachte ich, komm, mach mal schöne Kuchen, ne? Toll. So, abends mache ich noch den mach ich den Schnitt und dann zeige ich dir, wie das aussieht. Tja, der Kuchen heißt, ja, du weißt schon, wie der heißt. Da habe ich schon gesagt. Tja, okay, dann bis heute Abend. Ciao, ciao. Hey, Sebastianowitsch, ist der Abend schon angekommen, ne? Jetzt schneide ich das auf den Kuchen, damit du das siehst. Wie schön der ist. Mann, 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 Mann. Da bin ich ja so stolz auf mich. Leck mich an der Zuckerle. So, gleich. Da hat sich schon jemand bedient. Ich weiß nicht, wer das war. Die Maus. Maus hat mich nicht gefragt, aber naja, Maus darf. So, jetzt zeige ich dir das, wie das aussieht, ne? Der Schnitt. Guck mal hier. Wie Zebra. Dunkle Streife, helle Streifen, dunkel, hell und dann irgendwann mal kommt der Arsch. Ja, das ist bei Zebra, meine ich. Bei Kuchen nicht. Ja, das war es schon, ja, in der Bäckerstube. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.